So, ja, wie fange ich an? Grundsätzlich befürchte ich, dass das ein Rohrkrepierer wird. Das letzte Video hat auch nicht so besonders viel Aufmerksamkeit bekommen. Es scheint wenige Leute zu interessieren. Ja, eine Personaldebatte bei Extra 3 mal wieder. Ehring und Kuttner sind zu teuer. Also beide zusammen. Und das ist sehr gut verständlich. Es ist auch sehr gut verständlich, dass wir die Sendung Extra 3 mit Kuttner nicht mehr brauchen. Weil die Sendung war nie interessant. Das war immer nur Wiederholung. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, ab und zu waren auch neue reale Irrsinns dabei. Aber darüber bin ich mir nicht mehr sicher, weil ich habe das auch nicht oft geguckt, weil es ist ja, es hat einfach keinen Sinn gemacht, das zu gucken. Und ja, wenn es keinen Sinn macht, das zu gucken, macht es auch keinen Sinn, dafür Geld auszugeben, diese Sendung zu produzieren. Ja, darum sollte ich vielleicht auch dieses Video einfach sein lassen. Ja, mein Kanal hat eine ähnliche Tendenz zurzeit, aber das ist ein anderes Thema. Ich hantiere ja nicht mit GZ-Geld. Ich hantiere ja quasi mit meiner Freizeit und dann ist das schon irgendwo in Ordnung, wenn ich diese Entscheidung treffe. Ja, das ist problematisch bei Extra 3 und Kuttner und Ehring. Eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe, ist, warum ist Ehring, ich habe das recherchiert, weil ich war mir gar nicht so bewusst darüber. Ehring ist jetzt seit 2011 Moderator. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Aha, hat das Publikum nicht inzwischen mal einfach Lust und auch ein Recht auf ein neues Gesicht? Ich weiß noch damals, als Schlegel ausgetauscht wurde und weil aber ich nur eigentlich Schlegel kannte und so ein paar andere Gesichter aus alten Folgen, die man dann irgendwo im Internet geguckt hatte, hatte ich einfach so nicht diesen Bezug dazu, hatte ich nicht so diese Ahnung, wie lange ist man denn so normalerweise Moderator von Extra 3? Und normalerweise ist man so zwischen 3 und 4 Jahren. Also auf keinen Fall länger als 4 Jahre Moderator bei Extra 3. Also hätte das Publikum eigentlich ein Recht, dass der Ehring ausgetauscht wird, damit wir ein neues Gesicht kriegen. Und das ist auch eine Sache, die ich an dieser ganzen Aktion nicht verstehe mit Kuttner. Warum? Ich meine das ziemlich ernst. Ich weiß nicht, ob man mir das abnimmt, aber ich finde das, ich weiß nicht genau, aber es sind natürlich Medien. Wir müssen sehen, uns wird vielleicht was ein Schauspiel vorgespielt. Wenn ich es sogar richtig verstanden habe, wurde die Sendung mit Kuttner jetzt zweifach abgesetzt, wobei ich mir inzwischen nicht mehr so sicher bin und ich das nicht recherchiert bekommen habe, ob das stimmt oder ob Kuttner nur zweimal gejammert hat. Aber das ist ja interessant. Warum jammert Kuttner, dass Extra 3 mit Kuttner abgesetzt wird, was ja eigentlich logisch ist, weil auch das konnte man sehen. Extra 3 mit Ehring jetzt, ja? Also Extra 3, das Original, mit dem Moderator Christian Ehring, konnte sich vielleicht nur deswegen so lange halten, weil immer mal zwischendrin wieder ein paar Sondersendungen waren im
im Prinzip in derselben Art und Weise wie die Sendung von Frau Kuttner, wo nur alte Clips, wo so Best-of-Schleifen gezeigt wurden. Und scheinbar wurde es irgendwie deswegen, hat man es irgendwie hingekriegt, überhaupt Ehring vielleicht so lange auf dieser Position zu halten. Weil er immer mal ab und zu eine Frau an seine Seite gestellt bekommen hat. Ist jetzt so eine wirre Theorie. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht im Nachhinein, warum der so lange sich da halten konnte. Oder warum die anderen so regelmäßig abgesägt wurden. Scheinbar hat sich da in der Programmpolitik irgendwas verändert. Und das ist ja interessant. Ich verstehe auch von der Seite von Kuttner her gesehen überhaupt nicht, dass man sich darüber stört, dass diese Nebensendung abgesetzt wird. Wenn ich reingucke, man könnte vielleicht davon ausgehen einfach, dass jetzt mal eine neue Frau für diese Nebensendung an der Reihe wäre. Das ist scheinbar der normale Weg und der normale Lauf der Dinge. Es müsste Frau Kuttner doch klar sein, dass wenn sie Moderator von Extra 3 sein und bleiben wollen würde, sein, dass sie dann den Platz von Ehring einnehmen muss, dass sie ja den Ehring da irgendwie rausschieben muss. Und es gibt ja im Prinzip ja auch genug Gründe, warum der Ehring da mal rausgeschoben werden müsste. Ich habe ja gerade gesagt, der ist ja quasi in seiner dritten oder sogar vierten dann Amtszeit sozusagen, also schon lange überfällig. Aber irgendwie da scheint sie sich nicht dran zu trauen. Gut, ich war erst am Überlegen, ob ich das wirklich so formuliere oder nicht. Ist vielleicht ein blödes Wortspiel, dafür entschuldige ich mich, aber mir ist keine bessere Formulierung eingefallen. Hat Kuttner nicht die Eier dafür, den Ehering wegzubeißen? Ich verstehe das nicht. Es ist einfach die normale Konsequenz, was nötig ist, damit sie 3 Jahre Extra-3-Moderatorin sein kann. Dann muss der jetzige Extra-3-Moderator gehen. Und dann müsste man nicht so viel jammern. Aber man weiß ja auf der anderen Seite auch nicht, ob dieses Jammern, ob das nicht Drehbuch ist. Und wir wissen ja auch nicht so genau, also ich zumindest nicht, ob Moderatoren wirklich diese Moderation da, ob die das selber schreiben oder ob die da quasi das geschrieben kriegen und dann lesen die halt ab, was die oder lernen auswendig, wobei ja ganz viele Leute, die sehr professionell im Fernsehen arbeiten, die haben ja einen Teleprompter-Erfahrung und ich meine, zum Beispiel Nachrichten wissen wir ja, dass das so abläuft. Die sind einfach geübt und die lesen dann vom Teleprompter ab. Also da weiß ich noch nicht mal, ob man sagen kann, Moderator ist ein Beruf, wofür man irgendwas können muss, außer vom Teleprompter ablesen, was da steht. Also von daher, so Qualifikation ist sowieso wahrscheinlich schon sehr hochgegriffen. Ich glaube, die haben noch nicht mal was mit dem Drehbuch zu tun. Und wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, wir wissen natürlich auch nicht, ist das, was der NDR macht oder das, was da mit dem Drehbuch gemacht wird, ist das einfach nur Drehbuch? Wollen die da so ein bisschen Drehbuch, oh, Feminismus, tralala, gerne ins Drehbuch reingepackt haben? Statt, keine Ahnung, also
wenn man wirklich so etwas von Substanz erreichen wollen würde, dann ist ja klar, dann müsste Ehring ist sowieso überfällig. Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt, muss ich auch ehrlich sein, ich weiß nicht, ob ich unbedingt Kuttner als nächste Moderatorin von Extra 3 mir gut vorstellen kann. Ich vermute, es gibt andere bessere. Aber das wäre dann ja mal eigentlich die Konsequenz, dass halt der nächste Moderator eben kein Moderator, sondern eine Moderatorin ist und man das vielleicht in Zukunft sich darauf einigt, das zu wechseln. Und Ehring ist ja tatsächlich lange überfällig. Könnte man also jetzt eigentlich relativ zeitnah handeln. Ich weiß nicht, warum das nicht passiert. Ich weiß auch nicht, warum Kuttner lieber in der Sendung jammert, statt darauf hinzuweisen. Wie gesagt, das ist mir unverständlich. Und dass diese Sendungen und Anmoderationen von Kuttner immer so oder oft auf dieses Thema so anspielen, finde ich auch eher unangenehm als lustig oder irgendwie gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was die Leute da vorhaben. Soll mir auch egal sein. Aber tatsächlich, wenn eine Frau Moderatorin von Extra 3 sein möchte, dann geht das selbstverständlich nur über den Weg, dass man den Moderator austauscht und ersetzt. Warum dann irgendwie in diese Richtung Hemmungen haben? Das ist auch ein ganz normaler Schritt. Das ist einfach eine Sache, wo ich nicht verstehe, warum da. Naja, aber man steckt nicht drin. Das wollte ich so einfach nochmal als Denkanstoß geben. Ich habe schon am Jahresanfang ein Video gemacht. Das werde ich euch vielleicht nochmal in die Beschreibung packen. Das war eher jetzt nicht so gut angekommen. Das heißt also, von der Bewertung ist ausgeglichen. Null Daumen hoch, null runter. Aber es wurde halt auch ganz wenig geguckt. Knapp 50 Aufrufe ist wirklich nicht die Welt. So, bis zum nächsten Mal, euer Netzgeiser. Hoffen wir mal, dass dieses Video ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich denke, eigentlich hat das Thema auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Ihr könnt da ja ein bisschen hier und da ein paar an ein paar Schrauben drehen und ein bisschen was beeinflussen. Könnt ihr ja überlegen, ob ihr das möchtet oder nicht. So ein kleiner, sanfter Hinweis. Okay. Bis denn.